Wir befinden uns hier an einem ganz besonderen Ort in Stuttgart. Einerseits ein wunderschöner Ort. Ich schaue hier auf die Seen im Schlossgarten, dahinter die Mineralbäder, der Park, die vielen wunderschönen Bäume. Andererseits hinter mir eine nicht besonders schöne, große, hohe Mauer, über die man auch nicht einfach so drüber kommt. Und die Chance ist jetzt die, dass wir diese Gleise zurückbauen können. Wieder dieses wunderschöne Stück Stuttgart zurückerobern können, damit die Menschen aus dem Stuttgarter Osten in den Stuttgarter Norden zu Fuß kommen. Hier können viele Menschen neuen Platz, neuen Raum finden, Familien mit Kindern, ältere Leute. 5.000, 6.000, 7.000 Wohnungen wollen wir hier schaffen. Eine große Chance für unsere Stadt. Allerdings immer mit dem Zusatz, dass die Stadt langfristig auch die Hand darauf hat, dass mit den Grundstücken nicht spekuliert wird. Hier sind wir jetzt an einem besonders spannenden Ort in unserer Stadt, bei den alten Wagenhallen. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, was entstehen kann, was positiv entstehen kann, wenn Stadt und Bahn gemeinsam Hand in Hand agieren und nicht gegeneinander. Und das ist ganz wichtig für die Entwicklung des großen Quartiers hinter dem Bahnhof dann insgesamt. Dieses großartige Stück Stuttgarter Zukunft möchte ich gestalten. Mit Ihnen gemeinsam, mit Herz und Verstand und auch mit ein bisschen Leidenschaft für eine gute Zukunft unserer Stadt.